So, herzlich willkommen zurück zu Pokémon. Die Folge wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen kürzer werden, einfach wegen, weil Zeitmangel gerade und so. Ich weiß jetzt nicht, wie lange die Folge. Also, die Arena machen wir auf jeden Fall. Dann schauen wir vielleicht noch mal in der nächsten Stadt schon mal vorbei. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob in der Stadt irgendwas zu machen ist. Von daher mal gucken. Wir legen auf jeden Fall erstmal los. Wir müssen nach unten. Okay, hier geht's lang. Genau, hier ist direkt der Busch. Da kommen wir da. Das ist ja gleich hier da. Das Ding. Moment, mal, waren wir die Häuser schon mal drin? Gut, da können wir auch nochmal reingehen. Ah, doch, okay, doch, waren wir schon. Ja, ja, okay, gut. Gut, dann haben wir tatsächlich alle Häuser abgeschlossen. Pokémon. Dieser Knopf, Herr Schneider und Action. So. Dam, 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 dam. Schon wieder ein Gebäude, wo man nicht reinkommt. Ist da jemand ohne Gesicht? Was ist mit dem los? Digga, was ist mit dem los? Ach, war nur umgedreht. Hehe, diese Arena ist voller Frauen. Oh, gut, dann gucken wir erstmal durchs Fenster, mal ordentlich spannen hier. Oh, Ladies. Ich weiß, ihr seid da im Wasser, aber bitte zieht euch besser an, das ist ja. Ich bin auch nur ein Mann. Okay, da gibt's ja nicht. Gehen wir direkt mal rein. Okay. Hä, war nicht was vom Wasser? Ach nee, Pflanzenarena. Alles gut. Egal. Hauptsache Mädels. Hallo? Oh, Pikachu. Ah komm, wir legen einfach mal direkt hier los. Scheinen ja doch ganz schön viele hier zu sein. Pflanzen-Pokémon an. Was? Man kann sie trainieren. Ja, und leider hatten wir mit Pflanzen-Pokémon gegen Smetbo leider keine Chance, weil Pflanze ist bei mir so auf der Speisekarte quasi ganz oben. Da werdet ihr leider nicht viele Chancen haben. Gut, außer ihr habt ein Pokémon, das hat einen Doppeltyp, also Pflanze irgendwas. Kann ja sein, gibt's ja durchaus. Aber wenn ihr hier nur mit Clefairy kommt, dann habt ihr leider keine Chance. Oh, Ash besiegt Schönheit. Die sieht zwar alles andere aus als schön, das sieht aus wie irgendeine Stadt. Also keine Schönheit auf jeden Fall, nein. Auf so einen Typ Frauen stehe ich gar nicht. Du darfst hier nicht hinein. Wie, wo genau hin? Okay. Siehst du, auf das Typ stehe ich eher. Göre. Gut, Göre ist jetzt überhaupt nicht mein Typ, aber so zumindest von dem Sprite, also so wie sie aussieht. Ist das schon eher mein Typ. Die hätten sie Schönheit nennen können. Ja, die hätte doch viel mehr gepasst. Weil, ne, die ist schöner als die andere. Also hätte zu ihr Schönheit gepasst. Und die andere sieht auch eher aus wie so eine Stadtgöre. Von daher hätte da Göre eher gepasst. Von daher, ne? Aber gut. Da steckt man nicht drin. Also ich sollte, ne, in dieser Arena doch auch meine Wortwahl denken. Man könnte hier manche Sachen doch ganz schön zweideutig, mit und so nicht drin stecken und so. So, Regella haben wir auch gekonnt besiegt. Sei nicht so groß zum. Okay, ich habe gerade irgendwie. Ich muss meinen Kopf frei bekommen. Ich denke gerade hier viel zu zweideutig. Hier dürfen nur Frauen hinein. Wie soll da unten bei dir bitte schon eine Frau hinein? Komm, lassen wir das jetzt mal. Erstmal. Könnt ihr mal bitte aufhören? Pfadfinderin möchte kämpfen. Oh, Pfadfinderin gibt's hier auch. Wieder warm. Nutz Rankenhieb. Machst du wie den ganzen Hentais. Ja, ja, wieder warm und Frauen. Das. Da werden Erinnerungen wach. Gibt's für sowas eigentlich einen Hentai? Jetzt mal no joke. Ich meine, wieder Sam und so. Rankenhieb und Frauen. Da muss es doch ein Hentai drüber geben, oder nicht? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es da keins gibt. Ich meine, ich kenne auch keins, aber ich habe jetzt auch noch nicht danach direkt gesucht. Wer weiß, wenn man da direkt nach sucht, vielleicht. Wer weiß. Ich meine, gut, die sieht noch nicht so aus, als wenn sie 18 wäre. Das heißt, das wäre ein schwieriges Thema. Aber das ist ja ein Hentai sowieso immer solche Sachen. Die sehen sowieso meistens aus wie 12 und sind dann aber laut Dialog denn
meistens genau 18 oder 19. Mir wurde... Was? Mir wurde es schon langweilig. Kann man so sagen, macht aber niemand. Okay, außer eine Schönheit, die keine Schönheit ist. Aber gut. Ich meine, eine Person, die sich selber Schönheit nennt, ja. Das sagt über den Charakter eigentlich alles aus, was es auch sozusagen gibt. Also, ne, da brauchen wir nicht drüber reden. Wir haben genau 128 KP. Nice. Bitte einmal genau das Doppelte, dann bin ich glücklich. Dann blüht mein Programmiererherz so richtig auf. Oh, Knopfhänse auch. Hey, na, wie gesagt, ne, Pflanzen-Pokémon, wir erledigen hier alle mit einem One-Shot und jetzt gerade mit Konfusion. Also, ja. Na, wie gesagt, ist klar. Pflanzen-Pokémon sind uns schutzlos ausgeliefert. Die haben uns leider gar keine Chance. Selbst wenn sie das gleiche Level hätten wie wir, dann bräuchten wir zwar vielleicht mal zwei Attacken oder sowas, um zu erlegen. Aber trotzdem, letztendlich, Pflanze hat gegen uns einen ganz großen Nachteil. Meine Frisur, ganz verzaust. Ja, tu mal nicht so, als wenn es an mir liegt. Immerhin kriegen wir ein bisschen Geld. So, hier müssen wir einmal Verschneider anlegen. Weil ich jetzt gerade irgendwie nicht ganz kapiere. Ich meine, was soll dieser Busch hier? Ich meine, um in die Arena reinzukommen, brauchen wir doch sowieso Zerschneider. Warum machen wir denn hier nochmal Zerschneider hin? Ja, wer weiß das schon. So, da möchte jemand was von uns. Willkommen in der Pokémon Arena von Prismania City. Unterschätzt niemals die Girl Power. Ja, okay. Also wenn ihr jetzt alle gleichzeitig angreifen würde, dann... Wobei das dann auch nicht mehr ganz legal wäre. Aber für, ich meine, vielleicht hattet ihr dann eine gewisse Chance, mich zu befrieden, ich meine, zufriedenzustellen. Aber so halt eher weniger. Oh, Level 47. Du, Flor. Oh, Alter, wieso ist das so extrem rot? Ich meine, im Anime, also so wie ich das Pokémon im Kopf, also in Gedanken, also so in Erinnerung habe, ist das Pokémon an sich lila und das, was sie da oben drauf auf dem Kopf hat, ist zwar glaube rot, aber jetzt einfach das gesamte Pokémon komplett rot zu machen, das sieht nur viel komisch aus. Sieht aus, als wenn es gerade einfach glühen würde. Also, na, kann man schon ein bisschen... Ach ja, selbst in dieser Knosp erliegen wir einfach komplett. Schönes Ding, schönes Ding. Ich habe verloren. Ich gewinne 800 Yen. Also etwas mehr als genau 5 Euro. Bring bloß keine Käfer oder Feuer-Pokémon hierher. Da werde ich dich leider enttäuschen müssen, weil, ja. Leider habe ich genau Käfer. Aber schön, dass ihr damit so einen kleinen Tipp gibt, ne? Ich meine, gut, ein bisschen spät. Ich meine, ne, wenn man bereits bei ihr angekommen ist, dann den Tipp hätte man schon viel früher hätte haben können. Oh, 384. Hm. Schon wieder so ein grünes Duflor. Aber ja, gegen Pflanze ist natürlich, wie gesagt, ne, hat man ja hier, bei mir ist Metbo. Da ist wieder Pflanze komplett aus. Wie sagt man? Also, machtlos. Du Krobia. Und ja, Feuer natürlich auch. Klar. Ich liebe Pokémon-Kämpfe. Ja, hoffentlich hilft es auch zu verlieren. Sonst wird heute kein schöner Tag für dich. Ach, schon wieder so eine Schönheit. Oh Gott. Oh wei. Da weiß ich nicht, ob Konfusion da funktioniert. Nein, funktioniert gar nicht. Reflektor, was macht Reflektor nochmal? Was? So, damit wäre dann das schon mal erledigt. Oh, er wurde besiegt. Er hält 546. Hä? Oh. Okay. Oh, ausgezeichnet. Gut, das erklärt auch, warum es ein starkes Pokémon war, weil sie nur ein einziges hatte.
Ist das Wetter nicht wundervoll? Einfach herrlich. Du meine Güte, ich muss kurz eingenickt sein. Willkommen, ich bin Erika, die Arenaleiterin von Prismania City. Ja, das wird so ausgesprochen, genau so. Ich liebe die Käfer der Natur, die Kräfte der Natur. Deshalb trainiere ich Pflanzen-Pokémon. Ja, ach so, und Feuer gehört jetzt nicht zur Natur oder was? Ich meine, ist jetzt, ne, oder Wasser-Pokémon ist auch keine Natur oder wie? Oder wie Boden-Pokémon und so, ja, ne? Nur Pflanzen, nein, nein, alles andere ist keine Natur. Ich glaube, die hat da etwas ein bisschen falsch verstanden. Du möchtest gegen mich antreten? Also gut, ich werde ohnehin nicht verlieren. Ja. Wenn du der Meinung bist... Oh, die sieht aber... Die erinnert mich so, allgemein so, diese ganze Schulmädchenuniform erinnert mich so damals. Ich glaube, den Anime kennt keiner mehr von euch. Inuyasha, das war so ein uralter Anime. Unglaublich geiler Anime. War tatsächlich auch einer der allerersten Anime, die ich geguckt hatte damals. Und ja, die Protagonistin da, die sieht quasi so ähnlich aus, also Schulmädchenuniform. Und das war halt das erste Mal, wo ich damit in Berührung gekommen bin, quasi. Von daher. So, Tangela Level 30. Da sollte Konfusion eigentlich funktionieren. Habe ich gerade was gesagt? Gut, dann nehmen wir doch Psystrahl. Easy. Tja, Tangela hatte. Okay. Oh nein, keine Umklammerung. Okay, hat nur einmal. Ich dachte, Umklammerung ist immer mehrmals. Vor allem S. Wie es uns gerade mal 2 Punkte abgezogen hat. Und das, obwohl es immerhin Level 30 war. Oh, 1000 EP. Lol. Okay, das ist wiederum... Ach komm, wir bleiben einfach bei Psystrahl. Weil die hat zumindest relativ hohe Level. Ah, siehst du. Säure. Aua, tut doch weh. Ah, und hat uns auch ganz schön was abgezogen. So, ein Pokémon hat die, glaube ich, noch, oder? Schon wieder 1000 DP, lol. Dufour. Wobei das Level macht. Wir bleiben einfach beim Psystrahl. Sollte funktionieren. Tega! Tega, schon wieder Säure. Was ist denn los mit denen? Ich dachte so, Ladies und sowas alles und gerade so Pflanzentrainerinnen nutzen eher so Giftattacken, aber doch keine Säure. Was ist das denn für Müll? Die Flo wurde besiegt. 900 EP gerade mal? Ja, ist aber was hier los. Echt, besiegt Erika. Ich muss meine Niederlage eingestehen. Deine Stärke ist beachtlich. Ich übergebe dir den Farborden. Ich gewinne 3000 Yen. 20 Euro immerhin. Der Farborden lässt Pokémon bis Level 50 dein Befehl. Jung. Das ist sowieso Schwachsinn, weil das gilt gar nicht. Das, was die hier meinen, hat nämlich gar nichts mit meinem Level zu tun, soweit ich das weiß, sondern gilt nur für Pokémon, die ich getauscht habe. Das heißt, ne, laut der Meldung würde man ja denken, dass wenn ich jetzt selber ein Pokémon habe, was ich jetzt zum Beispiel, weiß nicht, bis Level 50 züchte, weil ne, mein Smetlo hat ja schon fast Level 50. Das heißt, vor der Trainerin jetzt hätte Smetlo gar nicht mehr auf mich hören dürfen. Aber, wie gesagt, dem ist nicht so, sondern diese Sachen, die hier immer stehen mit dem Level 50, gehorchen die ab jetzt, gilt nur für Pokémon, die man quasi im Tausch bekommt. Das ist ganz einfach das deswegen, weil du kannst ja quasi beliebige Pokémon tauschen. Das heißt, wenn du jetzt mit einem anderen Pokémon-Spieler tauschst, dann kannst du, wenn du ganz am Anfang des Spiels bist, ein Raupi Level 2 gegen, weiß nicht, Mewtwo Level 70 tauschen. Und damit man da quasi ne, nicht gleich von Anfang an ein High-Level-Pokémon quasi sich ertauschen kann. Deswegen ist diese Limitierung. Aber wie gesagt, die gilt nur für getauschte Pokémon. Sonst hätten wir mit Smetwo überhaupt nicht mehr kämpfen können. Von daher hätten die Schriften hier etwas genauer bezeichnen können, weil ist am Anfang schon ganz schön verwirrend. Außerdem können deine Pokémon nun Stärke außerhalb von Kämpfen anwenden. Nimm bitte noch dieses Geschenk. Ash erhält TM21. TM21 ist Megasauger.
Bitte was? Deine Pokémon erhalten die Hälfte der KP, die diese Attacke dem Gegner abzieht. Ja, ist aber leider eine Pflanzenattacke. Ich weiß nicht, ob Smetto das kann. Außerdem hat Smetto bereits alle Attacken, die es endgültig haben soll. Von daher, halt. Dieser Knopf. Zerschneider! Yay! It's Zerschneider time! Und raus hier. Kein Bock mehr. Dum dum. So. Ja, genau, mehr gibt's hier nicht. Gut, was hier mit dem Teich auf sich hat. War ich hier überhaupt schon jemals über dem Teich? Ich kann mich an diesen Teich überhaupt nicht erinnern. Ist der neu in Pokémon Gelb? Wobei, ich habe ja schon immer mit Pokémon Gelb gespielt, also eigentlich. Wer weiß. Vielleicht, wenn wir irgendwann mal Surfer haben, können wir ja mal gucken, wo müssen wir jetzt überhaupt hin? Ach ja, siehst du, genau, wir haben ja jetzt Silfgrau bekommen. Das heißt, wir können jetzt erstmal mit Taubsi nach Lavandia Town fliegen. Lavandia. Nach Lava. Und da einmal in den Turm reingehen. So, können wir gleich mal unsere Pokémon hier aufladen. Heilen. Batterien tauschen. So, haben wir irgendwelche Items bekommen? Nee, ne? Achso, ja gut, okay, ein TM. Ich leg's mal ab. Abgesehen von Silfgrau brauchen wir jetzt nichts. Ach Mann, scheiß Computer, Alter. Ich drücke immer die falsche Taste. Jetzt bin ich deprimiert. So, das war rechts von uns. Ah, genau, passend. Einfach direkt reingehen. So, die Etage hatten wir ja schon. Hier war ja auch Gary. So, und hier geht jetzt weiter. Schönen guten Tag, junge Dame. Verschwinde, böser Geist! Okay. Okay, das sieht tatsächlich schon. Ja. Exorzisten möchte kämpfen. Nebulak. Nebulak, das sollte Konfusion eigentlich reichen. Bin ich mir jetzt aber nicht sicher. Okay, doch, gut. Dann kommen wir hier relativ gut durch. Sehr schön. Oh, 48. Sehr schön. Puh, der Geist ist verschwunden. Oh, 600 Yen. Kann man machen. Okay. Da oben ist noch eine und hier ist noch. Geil. Verschwinde, ich glaube nicht an Geister. Tschüss. Buh, hui, buh. Digga. Diese gehaltsvollen Diskussionen auf Augenhöhe. Ich bin wahrlich von ihrer Intelligenz begeistert. So, wir haben genau das doppelte Level. Sehr interessant. Volltreffer. War nicht nötig, aber schön. Was mache ich hier? Oh, die haben nicht unbedingt viel Geld dabei. Oh. Sieht schon wieder so aus, als wenn wir hier sehr viele Pokémon erleben. Und ganz ehrlich, die ganzen wilden Pokémon. Buh, huhu, huhu, buh. Ja, aber ist das irgendeine Geheimsprache? Oder braucht ihr einfach einen Arzt? Oder ist das eine Geheimsprache und sie ruft gerade nach einem Arzt? Fragen über Fragen. Gut, die Dame möchte auf jeden Fall kämpfen. Mit dem Nebulak. Ist ja sehr schön.
Die Attacke ist sehr effektiv. Murak wurde besiegt. Yay. Woo. Hardcore. Puh, ich wurde was? Besiegt. Und wieso? Gut, aber sonst gibt's ja... Nö, nichts. Oh, Alter. So, dann gehen wir mal... Genau, hier hinten ging's raus. Schwupps da wupps. Schönen guten Tag, junge Dame. Ich verfluche dich! Buhu! Eine Stimme macht schon wieder Abgang. Exorcistin möchte kämpfen. Einmal Nebulak bitte, gratis, zum Mitnehmen. Mit ein bisschen Senf. So. Noch ein Nebulak? Leck mich doch am Arsch. Yay! Was ist passiert? Oh, Elixier. Ist das Elixier? Das Elixier des Lebens? Buhu, buhuhu, lass mich in Ruhe, du dumme Kuh. Ich fick dich in Schuh. Was? Exorcisten möchte kämpfen. Exorcisten dann doch näher Bullock ein. Mit gerade mal Level 22? Was ist denn los mit der? Hat die gekifft? Raucht die ihre Nebulax oder was? Yay! Was? Okay, ich dachte wenigstens, dass die jetzt 4 Pokémon oder sowas hat, weil die so schwach sind, aber die hat gerade mal ein schwaches Pokémon. Lol. Wer? Was? Wo? Bei dir im Po. Oder so ähnlich. Gut, und ist noch ein Pokéball. Hier ist noch ein Exorcisten. Ein Geist! Nein! Wieder einfach alle gleich aussehen. Ich meine, das kann man ja nicht mal mehr mit Zwillingsschwestern erklären. Das muss ja ganz schön großer Wurf gewesen sein. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben Glück. Sie haben keine Zwillinge. Sie haben auch keine Drillinge. Auch keine Vierlinge. Nein, noch nicht mal Fünftlinge. Sie haben 32-Linge. Egal. Das muss eine Geburt sein. Einfach so eine Minigun. So, Ash findet KP Plus. Und Ash findet. Hallo? Ash findet Aufwecker. Da brauchen wir auch mal lieber. So, gegen die haben wir schon gekämpft. Okay, mehr gibt's hier nicht. Dann ab zur nächsten Etage. Was ist denn das da? Gut, dann langsam müssen wir wieder auf unsere APs achten. Hier scheint ganz schön viele zu sein. Es gibt kein Entkommen! Was? Die muss man zur Sprachschule Scheiße, ich wollte gerade gucken, wie viele APs ich noch habe. Ah. Nebulak wurde besiegt. Auch schon wieder mal ein Pokémon. Was ist hier los? Okay, hier oben ist sonst nichts. So. Ach, 17 haben wir noch. Sehr schön. Gib mir deine Seele, du Hurensohn. Oh, Apollo. Tatsächlich ein Pokémon, was ich persönlich relativ mag. Aber ich meine, jetzt so von den... Ich glaube nicht, dass es unbedingt sehr stark ist. Aber es sieht zumindest, also vom Aussehen her, ist so Apollo und Simsala so meine absoluten Favoriten. Ich finde die beide halt, ne, so allgemein gesehen unglaublich geil. Gut, Simsala bekommt man hier leider nicht. Simsala bekommt man hier nur durch Tauschen. Die gute Dame möchte nicht kämpfen. Was ist denn hier los? Komm her, mein Junge.
Ich habe diese Stelle mit weißer Magie aufversiegelt. Du kannst dich hier ausruhen. Oh, ist aber schön. Okay, jetzt haben wir Corona. Du hast einen geschützten Bereich betreten. Echt-Pokémon wurden geheilt. Nice Scheiße. Zombies! Bitte was? Sieht jetzt aus wie ein Zombie? Exorzist möchte kämpfen. Und... ja, wir haben wieder volle KP, AP. Nice. Yay. So, aber wenn hier schon so eine weiße Magiestelle war, dann stellt sich ja die Frage, wie groß der Turm insgesamt noch wird. Kommen jetzt hier noch 20 Etagen? Und dann noch eine weiße Stelle? Und dann nochmal 20 Etagen? Oder noch eine weiße Stelle? Das restliche, die restlichen 50 Folgen gehen einfach alle um den Turm hier. Easy. Volltreffer. Attacke sehr effektiv. Smetto, 250, lalala, Apfelkuchen. Nugget. Buhu, buhu. Buhu. Tja, manche Leute sollten doch erstmal sprechen lernen, bevor die irgendwas anderes anfangen. Oder die haben einfach zu viele Nebulax geraucht und deren Sprachzentrum im Hirn hat einfach abgeschalten. Das war knapp. Na, wenn du das sagst. Gegen die haben wir schon gekämpft, glaube ich. Ja, mehr ist ja nicht. Oh, Alter. Das ist ja schlimm. Genau, gegen die da oben haben wir auch schon gekämpft. Ey, Junge. Geh mal weg hier. Dann haben wir tatsächlich hier noch die Etage. Aber vielleicht sollte ich auch mal Folgenpause machen. Die Frage ist, wie lange ist der Turm noch? Eigentlich wollte ich doch noch mehr gar nicht so lang machen, weil ich noch was zu tun habe. Also noch was anderes vorhatte. Ich möchte kämpfen. Nebulak. Und so. Nein! Alter. Wieso kann man eigentlich vor Trainern nicht weglaufen? Ich meine, weißt du, vor Pokémon kannst du weglaufen, selbst vor fucking Taubos kannst du weglaufen, was ja unglaublich schnell fliehen kann, aber vom Trainer kannst du nicht davonlaufen, ne? Interessant. Manchmal erschließt sich mir der Spielinhalt nicht. Oh, Dragosso. Nicht so ganz. Das muss wirklich so eine Geheimsprache von denen sein. Kann sein, dass es auf deren Sprache willkommen heißt oder sowas? Und so ein Standardwort, was die mal sagen? Attacke ist sehr effektiv. Irgendetwas hat mich verlassen. Ja. Dein Lebenswille. Ey, ich bin Sonderbonbon. Oh, noch einer. Digga, wir bekommen in letzter Zeit ganz schön viele Sonderbonbons, kann das sein? So viele habe ich gar nicht in Erinnerung. Ach, da hinten ist noch was. Da müsste ich aber erstmal hin, bevor wir hier weitergehen, ne? Oh, Mann, Mann. Oh Gott. Ach, die haben doch gar nicht gekämpft. Na, schau mal an. Haben wir hier beinahe was ausgelassen. Wir können doch nicht Erfahrungspunkte da liegen lassen. Das geht doch nicht. Erfahrungspunkte ist das Wichtigste auf der Welt. Konfusion. Kenn ich schon. Fliegt im hohen Bogen. Oh. Bald haben wir Level 50. Yay. Aber das darf ich alle nur Nebula verwenden. Ich meine, es gibt doch mehr als nur ein Geister-Pokémon, ja? Die hätten hier ruhig mindestens ein bisschen Variation reinbringen können.
X-Treffer. Oh. Alter, mach. So, wie ist die nächste Treppe? Wir sollten mal speichern. Verschwindet! Eindringlinge! Bitte was? Geist taucht auf! Das Teleskop hat den Geist identifiziert! Es ist ein... Knocker. Das erinnert mich schon wieder so an die Animes. Who said Pokémon? It's Pikachu! Kämpfen! Achso. Naja, mal gucken. Ah doch, hat gereicht. Ja gut, war auch Volltreffer. Franka wurde besiegt. Yay! Der Geist war die rastlose Seele von Tragossos Mutter. Ihre Seele hat Frieden gefunden. Sie ist was? Sie ist in das Jenseits eingekehrt. Die Frage ist, woher wissen wir, dass es die Seele von der Mutter war? Hat die es uns gesagt? So, ich spreche aber wirklich mal. Es sieht ja aus, als wenn es hier jetzt tatsächlich zu Ende ist. Und dann würde ich mal sagen, das machen wir dann mal nächste Folge, weil, ne, langsam, ich glaube, die Folge ist schon hart über Zeitlimit und so. Und wenn nicht, auch egal. Von daher, bis dann. Tschüss. Penis.